wie magisch ist es, beim Vollmond Ski zu fahren? Es ist enorm magisch. Uns beide hat es schon öfters ziemlich gefesselt und wir sind beide. Der eine hat es erlebt mal und hat den anderen angerufen und so, boah, ich habe gerade ein mega Erlebnis gehabt, wir waren gestern Nacht unterwegs, was weiß ich. Der andere hat das auch mal gemacht und immer gesagt, boah, wir müssen jetzt alles versuchen, das irgendwie versuchen festzuhalten mit den Kameras. Es war ein total irrer Moment. Wir sind alle echt mit offenen Mündern dagestanden und es war echt Wahnsinn. Außenrum hat alles geglitzert und Kameras hat erstmal keiner in die Hand genommen, weil wir alle einfach nur geschaut haben. Und ja, dieses, eigentlich genau dieses Gefühl versuchen wir auch im Film so ein bisschen zu transportieren. Jochen und ich sind jetzt seit einigen Jahren ziemlich viel unterwegs, machen eigentlich jedes Jahr irgendein Skiprojekt, Filmprojekt und ja, ich glaube, wir arbeiten uns da auch so ein bisschen aus und versuchen alle Richtungen ein bisschen auszutüfteln. Von der Reisedoku letztes Jahr, also in Palm, und jetzt dieses Jahr mal ein bisschen die künstlerische Richtung. Und wir haben einfach eine Menge Gaudi am Berg und das verbindet uns, glaube ich, dabei. Leute, kurze Unterbrechung. Premierenabend der Full Moon Filmfest St. Anton und ich stehe da zusammen mit den Jungs. Full Moon, ganz kurz, was müssen sich die Leute beim Free Ride Film Festival einstellen? Also, ich glaube, ein bisschen Gänsehaut hatte ich sogar jetzt beim ersten Mal. Größte Herausforderung beim Drehen in der Nacht, was sagst du dazu? Oh, die größte Herausforderung war, es gab viele große Herausforderungen. Erstmal mussten wir die richtige Kamera dafür wählen. Wir haben nachts gedreht bis 3, 4, 5 Uhr und haben dann nicht so lange geschlafen und mussten dann am nächsten Tag wieder alles sichern, vorbereiten und dann um 4 Uhr schon wieder auf den Berg, weil ja dann die Gondel zumacht und dann mussten wir 5 Stunden da überbrücken und wieder filmen. Also es war echt anstrengend und wir waren so nach ein paar Tagen immer im Zombie-Mode und war, also es war nur noch funktionieren. Hat der Mond auch funktioniert? Ja, also wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Es ist ja wirklich, wenn Wolken da sind, ist vorbei, also dann geht nichts mehr. Wir mussten manchmal warten, aber im Großen und Ganzen waren, glaube ich, 8, 9 Nächte, haben wir doch viele gute, klare Nächte zum Glück gehabt, sonst hätte es auch nicht so funktioniert. Ja. Skifahren bei Vollmond, das hast du wahrscheinlich in deiner Freizeit mal probiert und jetzt einen Job draus gemacht. Der Night Skier. Night Skier, ja genau. Es ist, glaube ich, eine gewisse Umstellung. Also man braucht ein bisschen, bis man sich dran, vom Auge, dass sich das umstellt, dass man gar nicht so viel dran sieht, aber das, was man sieht, dass man das halt sehr genau wahrnimmt und dass man sonst halt viel einfach vom Gefühl, von den Beinen herausfährt. Und dann kommt man schon ein bisschen, kommt man schon besser mit klar nach der Zeit. Super, dann steckt mal kurz die Köpfe zusammen und einer oder alle eine Ansage ans Freeride Film Festival Publikum. Das wird geil, komm vorbei.